Kommt alle her und holt euch Limonade. Eine Limonade, bitte sehr. Ups, das macht dann 1 Euro, der Herr. Wie läuft es denn, Caillou? Es läuft super, Mama. Guck mal, wie viel ich verdient habe. Das ist klasse, Caillou. Sieht voll aus. Brauchst du etwas Hilfe? Nein, danke, Mama. Ich habe das alles fest im Griff. Okay. Sag uns einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Wir sind gleich hier drüben. 1, 2, 3, 4, 5 insgesamt. Ist ein Lausbub. Pfefferstopp, komm hierher. Das tut mir leid, junger Mann. Ich hoffe, er hat nicht gestört. Oh, nein, ich mag Hunde. Darf ich bitte noch etwas mit ihm spielen? Was möchtest du, Pfeffer? Und wie heißt du denn, junger Mann? Ich bin Caillou. Nun, Caillou, geh du mal schön spielen und ich trinke ein Glas von der lecker aussehenden Limonade. Los geht's, Pfeffer. Hey Mama, guck dir den an. Oh wow, Caillou, wie heißt er? Pfeffer, weil er so schwarz ist. Wuff, wuff. Sieht so aus, als wäre jemand sehr aufgeregt. Ja, er ist sehr freundlich. Willst du ihn mal streicheln? Komm, Pfeffer. Das war ein Schmatzer, hä, Rosi? Caillou, vergiss das nicht. Die zwei hier hatten viel Spaß miteinander. Nicht wahr, Caillou? Ja, danke. Nun, danke, dass du mit ihm gespielt hast, Caillou. So einen entspannten Tag hatte ich schon lange nicht mehr. Und ich denke, Pfeffer hatte auch seinen Spaß. Pfeffer muss sich abkühlen. Ich weiß. Pfeffer, spielen wir im Springbrunnen. Ein anstrengender Tag war vorbei und Caillou wollte eine Gute-Nacht-Geschichte hören. Papa, liest du mir was vor? Na klar, Caillou. Rück rüber. Das ist die Geschichte von einem zeitreisenden Entdecker. In Afrikas Steppe gibt es wilde Tiere. Man weiß nie, welche man sieht. Oh. Spürst du das auch, Caillou? Oh nein! Spring rein, Caillou! Puh, ich hab's geschafft! Das war aber knapp, Caillou. Auf den polaren Eismassen der Arktis gibt es immer Außergewöhnliches zu sehen.
Es freut mich sehr. Mein Name ist Caillou. Komm schon, Caillou. Schauen wir, was es sonst noch gibt. Neue Freunde gefunden, Caillou? Und in den großen Pyramiden des antiken Ägyptens weiß man nie, was für Freunde man findet. Wow, Caillou, du siehst ja aus wie ein echter Pharao. Und du erst! Und auf der anderen Seite des Mittelmeers ist Paris, eine Stadt mit viel Geschichte, Essen und Kunst. Bonjour, Caillou. Sieht toll aus. Wollen wir uns den Turm von Nahem ansehen? Klar, Caillou. Los geht's. Oh. Wahnsinnsblick. Was, Caillou? Das war genug Aufregung für heute. Schlafenszeit. Sheriff Teddy, die Stadt ist jetzt sicher, denn wir haben Rexy den Banditen geschnappt. Sheriff Caillou, komm schnell! Hallo Clementine, wo brennt's? Sheriff Caillou, ein Gesetzloser überfällt die Bank. Oh nein, worauf warten wir noch? Das macht Spaß. Jetzt muss ich nur noch von hier abhauen, bevor der Sheriff eintrifft. Nicht so schnell, Cowboy. So, so, so. Sieh mal an. Das da ist nicht dein Geld. Jetzt aber schon. Ich bin der Sheriff hier und befehle dir, es zurückzugeben. Die Stadt ist nicht groß genug für uns beide.
Quatsch! Schneller, Gilbert! Sie holen uns ein! Wieder sicher. Danke. Danke nicht mir, sondern Hilfs-Sheriff Teddy, der toughste Bär überhaupt. Wir sehen uns wieder, Sheriff Caillou. Ja! Sheriff, oh Sheriff, ihr seid bestimmt hungrig, nachdem ihr die Welt gerettet habt. Hier sind Cowboy-Kekse. Wow, danke, Mama! Damit seid ihr auf das nächste Abenteuer vorbereitet. Ja! Und Sheriff Caillou ist immer bereit, den Tag zu retten! Leo, bauen wir eine Sandburg? Klar! Weißt du, die Burg sollte einen Graben haben. Einen Graben? Ein Graben ist ein See, der die Burg umschließt und so vor Eindringlingen schützt. Ihr müsst so lange tief graben, bis der Sand nass ist. So behält der Graben seine Form. Was für eine tolle Burg, Caillou. Na, wartet es ab. Was denn? Das! Nun, jetzt habt ihr eine Burg, die alle unerwünschten Gäste abwehren kann. Hey, Caillou, wollen wir Frisbee spielen? Ja! Viel Spaß, Caillou. Rennt nicht zu weit weg. Wow! Wie wär's denn damit, Caillou? Dürfen wir, Mama? Ja, habt viel Spaß, Caillou. Seid vorsichtig und bleibt nah am Land. Auf geht's! Hier kommt sie! Verschluck lieber nicht das Salzwasser, Caillou. Das schmeckt wirklich gar nicht gut. Doch die Slushies. Slushies! Wie lecker!
Caillou, du Frechdachs. Nicht so schnell, Caillou. Wow, womit starten wir, Clem? Skiball, das spiele ich gern. Ja, dürfen wir? Klar, Caillou, los geht's. Okay, Caillou, das ist dein letzter Wurf. Atmen. Sehr gut, Caillou. Super, Caillou. Klasse! Ich freue mich so, die einzulösen. Benutz nicht gleich alle. Wettlauf zum Autoscooter, Caillou. Das kriegst du noch von mir zurück, Caillou. Wow, Kinder, das war toll. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Nun, was möchtet ihr? Was wir damit bekommen können. Lufthockey! Ja! So ein kalter Milchshake, nicht wahr, Caillou? Minigolf! Los geht's! Fast geschafft, Clem. Nur noch ein kleiner Stoß. Was anderes? Nein, schon okay. Beenden wir die Bahn. Genau, Caillou. Du schaffst das schon. Wow, Caillou. Mit einem Schlag. Wow, Caillou. Hat dir der Tag gefallen? Und ab! Nun gut, Caillou.
Erzähl vom Wochenende. Was hast du so erlebt? Nun, wir hatten eine Grillparty. Mama und Papa haben alles Mögliche zum Kochen gekauft. Burger, Hot Dogs, auch das Gemüse sah lecker aus. Aber wir mussten uns erstmal hungrig spielen. Rutschparty! Also, ihr Lieben, Zeit zum Essen. Oh! Tut mir leid, Papa. Oh, nicht so schnell, Caillou. Das war die beste Grillparty überhaupt. Als die Schlacht vorbei war, waren wir alle sehr hungrig. Also durften wir vor dem Schlafengehen Eiscreme essen. Und das war mein Wochenende. Ich hatte viel Essen bei der Grillparty. In meinem Gesicht. Heute besuchte Caillou mit Mama, Papa und Rosi einen Streichelzoo. Schon okay, Rosi. Nur Schafe. Schafe sind weich und lieb. Siehst du? Ziegenküsse! Danke! Hey, geh du von mir weg! Flieg weg! Hol dir dein eigenes Eis!
Was ist denn los, Caillou? Oh, das Eis ist runtergefallen. Schon okay. Wir kaufen dir gleich ein neues. Kein neues Eis. Es ist meine Nase. Ich habe einen Bienenstich gekriegt. Oh nein, armer Caillou. Hier, damit fühlst du dich etwas besser. Warum? Warum hat sie mich gestochen, Mama? Nun, sie dachte sich wohl, dass du sie verletzen willst, Caillou. Naja, ich habe probiert, sie zu hauen, weil sie mein Eis essen wollte. Caillou, bitte hau keine Bienen. Das sind sehr besondere Tierchen. Komm, lass uns mal sehen, wo sie hinfliegt. Ist sie dort zu Haus? Genau, Caillou. Ihr Haus nennt sich Bienenstock. Das ist ein großes Haus für eine Biene. Eigentlich leben dort tausende Bienen. Hör genau hin, dann kannst du sie hören. Das klingt wie ein Flugzeug. Was machen die denn da? Sie sammeln Nektar, aus dem sie Honig machen können. Sie lieben Süßigkeiten. So wie Eis? Ganz genau. Die Biene wollte dir nicht wehtun. Sie wollte nur was von dem Eis haben. Fragen. Komm her, ich habe eine Idee, was dich aufmuntern kann. Schau, ein Pferdchen. Nicht ganz, Caillou. Das ist ein Esel. Verzeihung, können meine Schwester und ich reiten? Das könnt ihr. Wow, das ist ja hoch. Hier, die sind zur Sicherheit. Halt dich an deiner Schwester fest. Wir wollen doch nicht, dass ihr runterfallt. Wow, er ist sehr stark, wenn er uns beide tragen kann. Das stimmt. Esel sind vielleicht klein, aber auch sehr stark. Wie ich! Die Spaghetti sind sehr lecker! König Caillou, schlechte Nachrichten! Was ist los? Da drüben, dort war ein Riesending am Himmel. Vielleicht nur ein Vogel? Wohl eher ein Drache. Ein Drache? Es war auf dem Weg hierher. Da ist er. Ein grüner Feuerspeier. Wie besiegen wir ihn? Das ist wirklich schwierig. Drachen sind immer wütend. Und super hungrig. Was essen Sie? Teddybären und Spaghetti. Oh nein! Lasst uns Sir Teddy in den Kerkern verstecken. Da ist er sicher. Seht, da ist er wieder. Er überlegt, wie er angreifen kann. Schnell! Nehmt euch alle ein Schwert und Schild! Okay! Seid ihr alle bereit? Bereit! Angriff! Wir fürchten uns nicht! Verschwinde! Besorg dir deine eigenen Spaghetti! Hey, was macht ihr da? Wir wollen, dass der Drache verschwindet. Caillou, der arme Gilbert. Er ist verängstigt.
Ich denke nicht, dass er weiß, dass ihr nur spielen wollt. Er ist der Drache, Mama. Er will Teddy und unsere Spaghetti fressen. Ich habe eine Idee. Warum fragst du nicht Rexy, ob er mitmachen und den Drachen spielen möchte? Eine tolle Idee, Mama. So, Rexy ist viel eher ein Drache. Oh nein, der Drache ist noch größer. Vorsichtig, Sir Teddy! Er will dich fressen! Wie wäre es mit einem Nachtisch für die mutigen Ritter? Danke, Mama! Noch ein Drache! Das ist Gilbert und er ist eine liebe Katze. Nicht wahr, Gilbert? Seht her, er isst gern Eiscreme und nicht Teddys. Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosi mit in ein Freizeitbad, um einen spaßigen Tag zu verbringen. Caillou war ein guter großer Bruder und brachte Rosi das Schwimmen bei. Okay, Rosi, du musst mit deinen Beinen strampeln. Ungefähr so. Probier du mal. Sehr gut, Rosi. Caillou, du bist ein guter Lehrer. Schau, die Kinder bekämpfen ein Piratenschiff. Die brauchen deine Hilfe, Caillou. Kapitän Caillou, eil zu Hilfe. Warte, Caillou, schmier dich erstmal mit Sonnencreme ein. Aber ich will die Piraten bekämpfen. Du kannst die Piraten nicht mit einem Sonnenbrand bekämpfen. Okay, Mama, beeil dich. Die Piraten dürfen nicht das Freizeitbad einnehmen. Das ist kalt. Halt still, Caillou. Perfekt. Miau. Mama, ich kann so nicht die Piraten bekämpfen. Die lachen mich aus. Okay, Kapitän Caillou. Komm her. So, jetzt kannst du los und die Lage retten. Komm mit, Rosi. Lass uns das Piratenschiff versenken. Bereit? Zielen? Feuer! Ja, Kamerad! Pass auf, Caillou. Die Piraten greifen an. Keine Sorge, ich krieg ihn. Ah, Mann, der Bube! Geschafft! Ja! Das war es, Rosi. Wir haben die Piratenübernahme aufgehalten. Ja! Nach der ganzen Aufregung könnt ihr bestimmt eine Pause vertragen. Wollen wir uns auf dem ruhigen Fluss treiben lassen? Hört sich gut an. Das ist wirklich entspannend. Etwas langsam. Geht das auch etwas schneller?
Lass uns ein Wettrennen zur Palme machen, Caillou. Okay. Hier komm ich, Caillou. Sehr gut, Caillou. Warum ist die Schlange so langsam? Hab Geduld, Caillou. Das ist die längste Rutsche im Freizeitbad. Das Warten lohnt sich. Die längste? Können wir nicht auf die zweitlängste Rutsche? Keine Sorge, Caillou. Es gibt zwei Rutschen nebeneinander und wir können zusammen rutschen. Oh, okay. Ich habe etwas Angst. Hältst du meine Hand? Na klar, Mama. Ich beschütze dich. Okay. 3, 2, 1. Los! Na, Caillou, das war doch gar nicht so schlimm. Danke fürs Handhalten, Caillou. Du bist mutig. Hey, Caillou, guck mal, was hier ist. Ein Paket. Was ist das? Ist das für mich? Es ist für uns alle, Caillou. Komm mit in die Küche und ich zeig's dir. Okay. Mama, guck, ein Paket ist angekommen. Wie aufregend. Ich frag mich, was das wohl ist. Willst du mir beim Öffnen helfen? Ja, das will ich. Was ist das? Das ist eine Nudelmaschine. Nudeln? Wie Spaghetti? Ja, auch alle möglichen anderen Nudelarten. Vorschlag, warum tun wir nicht so, als hätten wir ein italienisches Restaurant? Ja, laden wir Oma und Opa ein. Klingt super, Caillou. Wir machen einen Nudel- und Pizza-Abend. Opa liebt Pizza. Zuerst Nudeln. Wir brauchen Eier, Nudelmehl und etwas Salz. So, Caillou, bitte füge das Mehl langsam der Schüssel hinzu. Caillou, ich sagte doch langsam. Okay, jetzt die Eier. Schlag sie so gegen den Schüsselrand und füge das Ei hinzu. Sehr gut, Caillou. Ich auch, ich auch. Rosi, du machst das falsch. Schon okay, Caillou. Vielleicht kann mir Rosi ja besser bei dem Pizzateig helfen. Nun vermische die Eier mit dem Mehl, Caillou. Das kann etwas chaotisch sein, aber das ist okay. Jetzt müssen wir den Teig kneten. Das heißt, du musst ihn umherbewegen, dehnen und drücken, bis er geschmeidig ist. Das ist echt schwer und tut weh. Zeit für eine Pause. Machen wir eine Speisekarte. Schau, Mama. Rosi hat Spaghetti gemalt. Sehr gut, Rosi. Zeigen wir das Papa. Papa, schau, was wir gemacht haben. Wow, das sieht super aus. Die Bilder sehen zum Anbeißen aus. Okay, Caillou,
Ich halte den Teig und du drehst die Kurbel. Wow! Schau! Ich mache Spaghetti! Die sehen lecker aus. Jetzt zu den Pizzen. Hier ist der Belag. Zuerst streichst du die Tomatensauce auf die Pizza. Dann streust du Käse darauf. Schaut, es schneit Käse! Jetzt kommt das Beste. Mach ein Gesicht. Schau, Opa, eine Speisekarte. Sieht toll aus. Ich hätte gerne Pizza und Spaghetti. Beides sieht sehr lecker aus. Ich auch. Schaut mal hierher. Meine Pizza hat jetzt Locken. Und auch noch einen Bart.